Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room Total War 2 mit den Serologien und der Tier-Challenge. Das bedeutet, ich darf nur Tiere bauen, also Kavallerie, Kriegshunde, Kriegselefanten und so weiter. Garnisonsarmee ist natürlich außen vor, ist ja klar. Genau, wir sind ziemlich am Struggeln. Also wir hatten letzte Runde noch vier Städte. Tassos ist jetzt letzte Folge gefallen, weil sie einfach so kapituliert haben. Also eine komplette, keine komplette, also eine Viertel, eine halbe Armee ist gestorben. Das ist mega blöd, mega katastrophal gerade. Die auch hier haben wir gerade so verteidigt, auch, also das war eher so funmäßig. Hätte es auf jeden Fall besser machen können, aber die Armee hat überlebt. Tyros haben wir letzte Folge wieder eingenommen, das war auch kurzzeitig gefallen. Und jetzt ist das hier. Und an sich wäre das überhaupt kein Problem, wenn der nicht so viel, ja, so viel Fernkämpfer hat, hätte. Also ich habe ja drei Bogenschützen, das ist schon mega krass. Aber das bringt nichts, wenn der so viel andere hat. Neblig ist natürlich schön. Nebel ist wunderschön. Ja. Nebel ist an sich gut. Ja, das Problem wird sein, dass er ungefähr von da schießen kann. Ja, gut. Also ich versuche mit denen dann gegen die Fernkämpfer vorzugehen, die hier die ganze Zeit ballern. Aber dafür muss ich ein bisschen warten. Dafür muss ich etwas warten und Geduld haben. Und meine Einheiten müssen ausharren. Hoffnung ist auch, dass er zu viel, ups, nee, dass er zu wenig Schuss hat quasi, also dass meine das so oder so aushalten. Der ballert halt wirklich auf die da. Das ist nicht gut. Es ist halt auch noch zu früh, hier irgendwas zu machen, weil seine halbe Armee ist
Deine halbe Armee ist noch hier hinten. Was richtig schade ist. Wie, die haben nichts getroffen. Klar, Kavallerie. Das ist eigentlich noch zu früh. Unser General wird angegriffen. Bogen schütten. Geschossinfanterie bereit. Das ist noch zu früh, mit denen anzugreifen. Okay, jetzt kommt der, glaube ich. Jetzt muss ich rein. Das ist jetzt nicht so gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, jetzt muss ich ja angreifen. Der macht es ja, also so wie er es gemacht hat, war es richtig, richtig gut. Also er hat nicht alles reingeworfen, was eigentlich sehr selten ist bei der KI. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Dass die nicht alles sofort All-In reinwirft. Fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Und hier ist, der hat noch so viel Fernkämpfer, also. Die gesamte Einheit ist umgekommen. Ja, keine Chance. Gut. Ja, der hätte es falsch machen können, hat es aber sehr, sehr richtig gemacht. Hä? Ja, schade. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schändlicher. Oh, wieso machen sie es so richtig, wenn gerade so, wenn das gerade kritisch ist? Er hat es echt gut gemacht. So, das heißt, die da müssen nächste Runde wieder hier hin.
Der fängt jetzt an zu plündern, was echt schade ist. Na gut, was für eine eurer Magistrate beschwert sich über die Verschlechterung der Weinqualität und in seiner Provinz. Er behauptet, selbst die Barbaren würden das Gesöff ablehnen. Ja, das ist jetzt gerade auch nicht so ein Problem, ne? So. Ernsthaft. Die kommt auch noch. Ja, dann hol ich mir noch die da zum, ja, für irgendwas. Der da nervt gerade echt. Das Problem ist, ich darf keine keine Flotte machen. Gut, also wenn ich Glück habe, werde ich dann zwei Armeen mit einer Klatsche machen. Ich werde versuchen zuerst. Also kommt drauf an. Also ich versuche zuerst die Stadt einzunehmen. Kommt natürlich, wie gesagt, drauf an, wo der Feind ist. Hatte gehofft, dass ja, es regnet. Gut, die drei sind ziemlich am Arsch. Wie soll ich das machen? Loszuleiten. Okay, den hole ich mir auch mal. Die Kampfgruppe ist bereit und erwartet Befehle. Okay, dann mache ich das. Okay. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, von da, das ist natürlich. Das wird close. Vor allem, weil hier nur die Plänkler sind. Deswegen. Unser General wird angegriffen. Deswegen wollte ich Regen haben. Deswegen wollte ich Regen.
eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ich gehe jetzt all in. Die müssen sehr, sehr schnell hier rein jetzt. Sehr schnell müssen die jetzt alles einnehmen. Komm, komm, komm. Bevor die Armee kommt. Aber sieht gut aus. Sehr gut, sehr gut. Das habe ich eigentlich nicht gesagt, dass eigentlich nur die drei. Okay, aber sieht gut aus. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Okay, jetzt kommt er schon, okay. Aber er ist eigentlich schon weg. So, das heißt, ihr alle geht jetzt mal hier hin. Einser gehen hier raus. Wollt ihr mal? Bewegung wäre ganz gut, ne? Also so ein bisschen Bewegung jetzt. Irgendwie sind die sehr verstopft. Elefanten gehen hier hin. Die gehen hier hin. Jetzt hört mal auf, bitte, ja? Macht mal gescheit das, was ich sage. Sonst sterben wir hier und das will ich nicht. So. Sehr schön. Jetzt fangen die langsam an zu laufen. Bereit und willig. Ich weiß nicht, ob ihr so willig seid gerade. So wie ihr euch verhaltet. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Kamelbogenschützen wird hier hin. Bergkämpfer, so, der ist jetzt auch weg.
Elefanten, geh mal hier hin. Seid ihr immer noch nicht fertig? Nee, du gehst ganz weg. Oh, das sind Pikiniere. Oh, bitte weiter. Da haben die echt jetzt gerade die Einheit zerstört. Eine unserer Einheiten ist in Raserei. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, sehr gut. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Das läuft doch. Es läuft doch sehr gut. Würdet ihr weiter reiten, bitte? Also nur so eine Frage, ne? Müsst natürlich nicht. Das war dumm von euch. Ah, schön. Auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass das jetzt gewonnen ist. Ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ein bisschen Ruhe habe ich mir jetzt erkauft, denke ich mal. Auch wenn die Armee sehr, sehr sehr in Mitleidenschaft gezogen hat, sagen wir mal so. Okay, ich spüre mal ein bisschen vor. Das war wichtig. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Gut. Fast 700. Nicht schlecht. Die haben auch kaum was geschafft. Ne? Verluste 450. Von 966 ist schon wirklich knapp. Oh, erfolgreich. 500. Sehr schön. Fug.
Ich habe aber 3 Einheiten verloren. Das ist echt nicht gut. Aber das ist schon mal gut, dass die 3 wirklich also getötet wurden. Hier sind ein paar weggekommen, das ist schlecht. Okay. Ich meine, aber ja, knapp 1000 gegen 4800, hallo. Also, das ist doch ganz gut. Ich besetze nur, weil hier ist, sind die königlichen Ställe. Das will ich jetzt nicht verlieren. So, hier ist natürlich gleich die nächste und genau wieder gleich aufgebaut, ne? Ich glaub's ja nicht. Bonus auf öffentliche Ordnung. So. Okay. Eieieiei. Das ist momentan noch die einzige Armee, die wirklich was reißen kann, ne? Ich glaube, ich hole mir 2 Streitwagen. Die sind gegen sowas sehr gut. Gegen die natürlich nicht, aber gegen die... Okay, ich brauche auch noch mindestens eine Nahkampfkavallerie. Hier, was habe ich denn hier? Auch nicht wirklich was Gutes. Auch nicht wirklich was Gutes. So. Die beiden muss ich dann auch noch verbessern. Ach. Das ist so schwierig gerade. So krass schwierig. Also. Jetzt. Alter, jetzt kommt der schon wieder. Pergamon, ich brauch dich wirklich. Also. Alter, und jetzt. Was wollen die alle von mir? Und hier ist auch noch. Ich wollte gerade sagen. Ein feindlicher Spion hat wichtige militärische Informationen. Ja, das wissen die ja sowieso. Wird belagert, Nektar von Göttern, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja jetzt, also hoffentlich nach dem und dem, haben wir uns etwas Zeit erkauft, aber jetzt ist unten, sind schon wieder Patawa, hier sind auch wieder die da, die plündern und jetzt greift der uns an. Eieieiei. Und das ist einer, der richtig heftig ist. Und zusammen mit denen natürlich, ne? Ja, die können jetzt das da auch nicht rekrutieren. Okay. Ja, nun, also. Was machst du eigentlich? Wozu habe ich dich als einen militärischen Verbündeten? Baumrechte aufgebrachte Bevölkerung. Ist mir ein Rätsel, warum das so ist. Ja, Handel ist zwar schön und gut, aber ja. Ich habe nicht wirklich was zum Handeln. Das da wird jetzt nächste Runde auch zerstört. Wenn ich mit der hier rausgehe, wird es zerstört.
Ich glaube, ich greife die an. Ah, ist schon wieder 30 Minuten. Okay, also, positiv denken. Wir haben letzte Runde zwei richtig, also zwei Fullstack-Armeen der Feinde zerstört. In der Runde davor haben wir die da zerstört, Also, ich mach's den Feinden wirklich schwer, aber sie sind viele. Es sind richtig, richtig, richtig viele. Und Pergamonel lässt mich gerade echt im Stich. Gut, also, die da werde ich nächste Runde angreifen, auch wenn sie sich eingekesselt haben. Wobei, die haben sich eingekesselt. Das ist eigentlich echt dann sehr, sehr. Ja, wobei doch. Also, die Türme machen extrem Schaden, aber er kann nirgendwo fliehen. Also. Ist es ja wohl am besten, den gleich so anzugreifen. Hier oben habe ich 5 Runden Zeit, um dann von da nach da zu gehen. Die da werden zwar dann sofort hier angreifen, aber ja, Pontos muss weg. Ach, das ist richtig heftig. Gut, dann ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es gerade irgendwie immer die gleichen Gefechte sind. Also momentan sind es eigentlich nur Gefechte nach Gefechten, und wir kommen überhaupt nicht voran. Ja, also es tut mir sehr leid, wirklich. Also, aber vielleicht ist es trotzdem ein bisschen hilfreich für euch. Weiß nicht, aber ja, mal schauen. Gut, dann danke fürs Zuschauen, habe ich schon gesagt, und habt einen schönen Tag. Bis dann, macht's gut, bye bye.